Ich habe mich mittlerweile selbst zum Nahmarkenbotschafter erklärt, denn ich habe was Neues gefunden und ich weiß, dass das uns sehr, sehr viel Geld sparen wird. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Nahmvideo ist noch gar nicht so lange her und zack, kamen schon wieder neue Produkte in den Rossmann Online-Shop. Und diesmal, ja, also ich habe mir gedacht, das ist vielleicht das ein oder andere Schätzchen, was vor allen Dingen mir, die Maus, die wirklich gar keine Ahnung hat von der richtigen Foundation-Farbe, ziemlich viel Geld sparen kann. Denn vielleicht wisst ihr es, ich liebe Foundations, aber ich habe ein Problem. Ich kriege es einfach nicht hin, die richtige Farbe zu finden. Und ich weiß, dass es vielen auch so geht. Und NAM hat ganz, ganz viele neue Produkte jetzt online zu Rossmann gebracht. Und ich habe einfach alles bestellt und wir probieren die einmal aus. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Wann auch immer ihr dieses Video seht, können wir einmal ganz kurz hier rüber sprechen. Das ist Neon. Das ist ein Blush. Es gibt aber viele andere Produkte. Wir haben einen Liquid Bronzer. Wir haben Contour und Blush Sticks in wirklich den spektakulärsten Farben. Und vor allen Dingen, und das soll so ein bisschen der Fokus sein, diese beiden Dinger hier. Ich habe vor 2 Tagen Tatsache mit einer Zuschauerin gesprochen und habe ihnen ein anderes Produkt empfohlen, was ich persönlich kenne. Das sind Smart Luminous Foundation Lightener und Darkener. Und diese Schätzchen verändern die Farbe eurer Foundation immer so, wie ihr es gerade braucht. Und das probieren wir einmal aus, weil ich habe einige Foundations, die farblich wirklich gar nicht zu mir passen. Und bevor ich 50 € für eine neue Foundation ausgebe und dann wieder die Chance habe, dass sie nicht passt, passen wir es einfach hiermit an. Los geht's. Ich gehe für euch eigentlich fast jeden Tag in die Drogerie, damit ihr immer spektakuläre Produkte in der Drogerie findet. Manchmal muss ich Dinge aber auch online bestellen, solange sie erstmal nur online im Online-Shop sind. Und NAM hatten wir neulich schon, falls ihr von NAM noch nichts gehört habt. NAM ist eine Marke aus Polen, die ist sehr erfolgreich in der polnischen Drogerie, soweit ich weiß. Und die ist jetzt zu Rossmann erstmal online gekommen. Vor einer Weile schon. Ich glaube, vor ungefähr 9 bis 11 Monaten. So, und jetzt kommen immer natürlich nach und nach Produkte in den Online-Shop, je nachdem, wie gut NAM auch bei uns ankommt. Die Sachen sind qualitativ sehr, 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 sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe nämlich eben gerade schon mal geswatcht und dachte mir, das ist schon krass. Aber wir probieren erstmal eine Foundation uns anzumischen. Ihr wisst ja, dass ich die House Labs Foundation total gerne mag. Ich habe die in der Farbe 220. Ich glaube, meine perfekte Farbe wäre die 190 gewesen. Wir kennen die Geschichte mittlerweile alle. Sie ist aus meinem Warenkorb geklaut worden. Wir probieren das Ganze jetzt anzupassen. Wir haben nämlich diese Foundation-Anpassungsdinger. Die kosten so um die 10 Euro. Hier ist aber eine Menge drin, 19 Milliliter und wir brauchen nicht viel. Ich swatch die euch mal ganz kurz, weil die sind, das ist schon krass. Wir haben einmal den Darkener. Boom, der hat so einen leichten Glow mit drin, aber keinen glitzerigen Glow. Also das ist eher wie so ein Schein. Und wir haben den Lightener, der macht das Ganze heller. Und damit kann man seine Foundations anpassen. Ich bin so ein Spielkind, ne? Ich muss jetzt erstmal mischen und schauen. Haben wir gerade meine Farbe schon getroffen, einfach mit beiden Produkten? Oh, das ist natürlich ein Look, ne? Das ist sehr, sehr glowy. Ganz, ganz wichtig, wenn wir über das Thema Farblehre gehen, das ändert nicht wirklich viel am Unterton. Außer der dunkle, der natürlich einen gewissen Rotstich mit drin hat, der macht das Ganze immer eher ein bisschen pinkiger. Mein Geheimtipp ist aber, wenn ihr eine Foundation braucht, die ein bisschen rosiger sein soll. Hallo, da ist es doch schon. Ich zeige euch jetzt mal kurz, es wird jetzt sehr theoretisch, aber vielleicht hilft es der einen oder anderen Maus. Das ist jetzt die 220, so wie sie bei mir ist. Dreh mal kurz die Lichtspitze ein bisschen weg. Es geht, ne? Sie ist ein bisschen gelb, da könnten wir jetzt ein bisschen blau mit reinmachen. Dann mischen wir einmal ein bisschen was von dem Darkner mit rein. Na, das wird gleich so ein Stückchen dunkler. Oder wir machen das Ganze einmal heller. Und bei, also ich würde sagen, heller kann man immer mehr machen als dunkler. Oh, krass. Drei komplett andere Farben. Das sind drei komplett andere Farben. Das wären für mich jetzt bei der Foundation. Ich würde mal sagen, 180 Euro. Die kostet nämlich so um die 55, 60 Euro, die Foundation. Was ich jetzt trotzdem nochmal ausprobieren will, ist diesen pinken Ton hier mit reinzumischen. Aber ich glaube, das wird dann zu. Ja, oh. Du siehst sie gar nicht mehr. Ich habe gerade mit einer Foundation 4 verschiedene Foundations gemacht. Das ist meine perfekte Farbe. Okay. Das war krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und dass man auch den Unterschied so gut sieht. Man kann natürlich immer weitergehen, ne? Du kannst immer dunkler werden, du kannst immer heller werden. Ganz wichtig, hier ist ein kleiner Glow mit drin. Ich vermute aber, dass man bei der Menge, die wir gleich auftragen werden, wahrscheinlich nicht so viel mehr Glow sieht. Das bietet sich bei der House Labs Foundation beispielsweise gerade natürlich an, ne? Weil die ja eh schon so ein bisschen glowy ist. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Ich glaube, das ist am Anfang so ein bisschen Try and Error. Ein bisschen. Das war
glaube ich, zu viel. Dafür sind so Mischplatten immer ganz gut. So ein bisschen Try and Error, einfach zu schauen, wie kann man das machen. Ein bisschen was Helleres und ich mache trotzdem ein bisschen was Dunkleres mit rein, um den Unterton so ein bisschen ins Oliv zu kriegen. Mischen wir jetzt einfach mal. Könnte ein bisschen zu pink sein vielleicht. Ja, ein bisschen heller kann es noch gehen. Meine Farbe. Ich hatte mal sowas Ähnliches gekauft von, oh Gott, irgendeiner koreanischen Marke auf Amazon, die aber so ein bisschen dubios erschien. Und die hat auch die Foundation sehr, sehr matt gemacht. Das ist oft so, deswegen habe ich mich so über die hier gefreut, weil ich es noch nie gesehen habe, dass diese Foundation Brightener, Darkener Produkte einfach die Foundation ein bisschen glowiger machen können. Und jetzt blenden wir das Ganze einmal aus und ihr seht nichts. Nichts. Kunst bei diesen Foundation anpassenden Produkten ist, dass sie die Foundation nicht beeinträchtigen. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Manche von diesen Produkten interferieren sehr stark mit diesen Foundations. Das habe ich hier jetzt aber nicht gehabt. Ich habe das gestern schon einmal ausprobiert natürlich, um euch eine kleine Review zu geben. Es hilft euch nichts, wenn ich euch das Produkt jetzt hier in die Kamera halte und dann sage, oh, das ist super. Am Ende des Tages hat das keinen Unterschied gemacht, weil ihr im Verhältnis sind das vielleicht 10% anderes Produkt in dem Produkt drin, was ihr eigentlich habt. Wenn ihr wisst, eure liebste Foundation hält gut, aber sie ist einfach zu dunkel, dann ist das auf jeden Fall möglich, weil es nichts macht. Außer ein kleines Stückchen glowiger, aber ich muss es dazu sagen, die House Labs Foundation ist ja auch schon glowy. Und ich möchte ja nichts sagen, aber ich würde sagen, das ist ein absoluter Volltreffer an Farbe zumindest. Mein Hals ist natürlich immer rot. Ich muss nur zu schnell geatmet haben und dann kriege ich schon diese roten Stressflecken hier. Also wenn ihr mich mal seht und ich irgendwo im Fernsehen oder irgendwo bin und ich den ganzen Hals rot habe, mir geht's trotzdem gut. Ich kann es nicht ändern. Mir ist es peinlicher, diese roten Flecken zu haben, als die Situation, in der ich bin. Das ist ganz spannend. Spektakulär hat das gut gepasst. Ich kann mir vorstellen, dass man auch, es wird jetzt ein Spielvideo, dass man mit diesem hellen Ton einfach so ein bisschen highlighten kann. Oh, das sieht aus wie ein Cyborg gerade, ne? Ich habe das Licht ein bisschen anders gestellt. Ich glaube, ihr seht das, ne? Ich habe jetzt die Hintergrundlampe zur Seite gedreht. Sonst ist es natürlich nicht ganz so glowy. Aber ich finde, das gibt meinem Gesicht einfach nochmal so ein bisschen mehr Leben zurück. Wow, das sieht richtig, richtig krass aus. Ich würde sagen, 150 Euro gespart. Ich bin Italiener. Meine Hautfarbe verändert sich im Laufe des Jahres wirklich recht stark. Vor allen Dingen am Körper, im Gesicht nicht, weil ich da einfach so viel Lichtschutzfaktor drauf habe, dass da gar nichts passiert. Aber der Hals dann beispielsweise oder die Arme. Und das sieht ja auch komisch aus, wenn mein Gesicht käseweiß ist und mein Körper gebräunt. Das sieht einfach komisch aus und so muss ich das immer so ein bisschen anpassen. Aber ich will auch ehrlich gesagt nicht von jeder Foundation 4 verschiedene Jahreszeiten haben. 4 verschiedene Farben zu den passenden Jahreszeiten. Deswegen ist das eine sehr, sehr gute Sache und für den Preis top. Wo ich ein bisschen Angst habe, deswegen probieren wir das jetzt erstmal nur auf meiner Hand, ist der Smart Liquid Bronzer. Hat auch 19 Milliliter, selbstverständlich auch vegan und cruelty-free. Kommt auch mit diesem Pumpspender. Da bin ich ein bisschen gespannt. Oh krass, der ist... Ich glaube nicht. Wobei, probieren wir es aus. Warte mal, ich gehe jetzt mal mit diesem Schwamm. Das ist der aus dieser Essence-Kollektion. Du kannst ihn schon gut ausblenden. Aber das Problem bei diesen super pigmentierten Produkten ist, dass du ein bisschen vorsichtig sein musst. Er fühlt sich so ein bisschen wässrig an. Das ist ganz gut, weil er dadurch ein bisschen verzeihender ist. Ha, schon. Warte mal. Oh, das Licht, warte. So, ich glaube, so könnt ihr es besser sehen, gerade die Farbe. Also du kannst damit ganz, ganz leicht, würde ich es nur machen. Ich habe immer noch sehr viel Produkt hier auf meiner Hand. Alles so ein bisschen anpassen. Damit wäre ich aber ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger am Anfang. Ich glaube, auch das ist ein Übungsprodukt. Aber wenn du vielleicht doch zu hell bist, kannst du das einfach anpassen. Oder, wenn das deine Hautfarbe ist, das vielleicht auch als Skintint benutzen. Das ist natürlich in der Drogerie sehr selten, dass man eine passende Farbe findet. Ich wäre nicht Maxim, wenn ich nicht die krassesten Konturprodukte wieder hier geholt hätte. Das sind Blushes. Hier, 3 verschiedene Kontur- bzw. Bronzer-Produkte. Ich habe hier einmal die Farbe Cool Nude. True Neutral ist auch recht kühl, Tatsache, aber ein bisschen gelblicher. Warte mal, ich mache meine Hand kurz sauber. Und zu guter Letzt einen recht dunklen Ton, Warm Coffee. Der ist mir definitiv schon zu dunkel. Ich glaube, die Nummer 1 ist für mich Tatsache passend. Mit so Contour-Sticks kann man nichts falsch machen, ne? Also da ist einfach, die sind einfach, die sind gut zu benutzen, die funktionieren sehr gut. Wir gehen jetzt hier einfach mal, sehr cremig auf den ersten Swipe und blenden einfach mal und schauen,
Wie weit wir kommen. Okay, ich liebe ja sowas, ne? Ich liebe es einfach, Marken kennenzulernen und neue Produkte zu probieren und zu schauen, wie kann ich mit den Produkten arbeiten, was können die Produkte. Es ist immer noch gut pigmentiert, es lässt sich aber gut ausblenden. Wobei ich sagen muss, ich mag die Seite hier mit diesem Bronzer eigentlich schon ganz gerne. Irgendwie gibt mir das so ein natürlicheres Finish, weil ich halt nicht, also durch diese Textur, dieses Liquid Bronzers, bringe ich nicht zu viel Produkt on top, sondern es wirkt eher nur so, als würde ich die Foundation einfärben. Ich glaube, mir gefällt die Seite immer noch besser, aber beide Produkte, du kannst es ja auch aufbauen, ne? Also, ein bisschen hier an der Nase rum. Probiere so einen kleinen Sunkist-Look zu haben. Und das ist süß. Sehr, sehr süß, oder? Okay, wir machen mal ein bisschen Concealer drauf. Wir probieren jetzt einfach mal so ein klassisches Alltags-Make-up für mich hinzukriegen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Blenden das Ganze aus. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, das letzte Namenvideo ist ja jetzt doch schon ein paar Wochen her. Habt ihr euch was bestellt? Wie kommt ihr mit den Produkten zurecht? Habt ihr vielleicht da einen neuen Favoriten gefunden? Das ist jetzt auch mein offizielles Bewerbungsvideo an Namen für eine Partnerschaft. Die Sachen sind ja gut. Ich muss euch was erzählen. Ich probiere gerade was Neues aus und ich habe ein Produkt zweckentfremdet. Ich war doch neulich auf dem La Roche-Posay-Event, ne? Wo sie dieses Melasyl gezeigt haben. Und ich benutze das. Ich habe außer einen Pigmentfleck, habe ich keine Pigmentflecken im Gesicht. Groß, die ich sehe zumindest. Ne? Pigmentflecken sind ja schon da und die kommen ja erst im Zuge der Zeit mit raus. Aber was das ja macht, ist verhindert die Produktion vom übermäßigen Melanin. Und ich benutze das unter meinen Augen. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das mache, brauche ich weniger Concealer. Aber das muss ich noch weiter testen. Okay, Concealer ist drauf. Neben den Contour-Sticks gibt es auch Blush-Sticks. Und zwar drei, ne, das Packaging. Also es ist ein einfaches Packaging, würde ich sagen. Wir haben die Farbe Rose. Ist ein schöner, sehr pigmentierter, rosiger Ton. Wir haben Lavender. Der ist natürlich auch spektakulär, aber das ist schon sehr, sehr doll. Und wir haben Tulip. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so die bunte Blush-Maus mehr. Namen, can we please make something very, very sad. A sad beige blush. Thank you. Wobei, ich muss sagen, die Farbe Tulip hier gefällt mir ganz gut. Aber wir haben ja noch das hier. Das ist der ebenfalls Smart Blush in, was ist das? 3. Keine Ahnung, steht keine Farbe drauf. Ja, also ich glaube, wenn du auch... I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's a lot. Es ist wirklich viel. Aber wir wären nicht Maxim, wenn wir nicht wieder basteln würden. Ich mache jetzt einfach hier ein bisschen Foundation rein und kann mir dann einen Foundation Blush machen. Und wisst ihr, was der Vorteil ist? Ich verstehe nicht, warum da einfach so wenige Leute drüber reden. Der Vorteil von so einem Foundation Blush ist, dass du dann fast 1:1 dieselbe Textur hast wie deine Foundation und das dadurch nicht nur länger hält, sondern auch einfach ebenmäßiger aussieht. Und zack, habe ich den perfekten Ton, der meiner Hautfarbe entspricht. Sehr schöner, natürlicher Flush. Ich werde jetzt trotzdem aber hier nochmal den hier ausprobieren, weil der natürlich auch süß aussieht. Zack, ausgeblendet. Mir gefällt die Seite trotzdem besser natürlich. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen rüber. Aber wer so einen Contour-Stick mag, aber mir gefällt das jetzt auch nur besser, weil ich diesen Hack gemacht habe. Ich glaube, wenn ich jetzt diesen puren pinken Ton da aufgetragen hätte, dann würde es mir auch nicht mehr gefallen. Look at me. Ich sehe aus, als hätte ich es in meinem Leben in den Griff bekommen, meine richtige Foundation-Farbe zu finden. Und so oft ist es noch nicht vorgekommen. Ich werde das Ganze jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen fixieren. Freue mich, jetzt wird's ernst langsam, ne? Wollt ihr, wisst ja eh schon, was kommt, aber ernst, es geht jetzt los. Wenn ich euch erzähle, wann wir angefangen haben. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Oh, okay. Ich fixiere einmal ganz schnell. Es passt einfach wie Hintern auf Eimer, wie Topf auf Deckel, wie was auch immer du willst. Und ich habe noch nicht mal richtig Bronzer benutzt. Ich könnte ja jetzt noch hier so ein bisschen punktuell einfach ein bisschen aufwärmen, was auch immer ich machen möchte, aber es sieht einfach sehr, sehr schön aus und ich hoffe, dass es euch so ein bisschen hilft, dieser kleine Hack. Ist das einfach eine Möglichkeit, um seine bestehenden Produkte so ein bisschen zu retten, vielleicht ein bisschen zu schauen, braucht man noch eine neue Foundation oder kann man es nicht erstmal damit versuchen? Schaut einfach mal im Rossmann Online Shop vorbei, ich habe heute Morgen nochmal geschaut, es sind schon wieder neue Produkte dazugekommen, gebackene Eyeshadows, es gab Jelly Highlighter, wirklich alles Mögliche. Das ist, glaube ich, so eine Grundlage an Produkten, mit denen man wirklich sehr, sehr viel machen kann. Und mir hilft es natürlich, einfach ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungswerte zu Namen. Schön, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.